Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Und es wird jetzt gerade, glaube ich, Tag. Jetzt Tag? Ja, ich glaube, die Sonne geht auf. Müsste eigentlich. Ich glaube, die geht auf jeden Fall nicht unter. Und ich bin gerade hier am Essen kochen und werde mir jetzt auch noch ein bisschen Trinken zubereiten. Ein bisschen Wasser abkochen hier. So. Füllen wir mal rein. Und ich werde natürlich noch mehr Essen machen, weil ihr wisst ja, wie schnell ich hungrig werde. Ihr habt wieder fleißig Tipps in die Kommentare auf jeden Fall geschrieben. Auch warum ich immer so schnell Hunger kriege. Es liegt einfach an den Parasiten. Die muss ich loswerden. Ihr habt geschrieben, ich soll dafür Pilze essen. Und zwar die einzelnen irgendwie. Ich esse jetzt einfach mal zum Testen. Oh, die bringen sogar was. Was können die hier? Das sind die gleichen, ne? Also ich glaube, ich muss mich gleich mal auf Pilzsuche begeben. Die hier werfe ich mal weg. Brauchen wir nicht mehr, weil die verdorben sind. Das Essen trinken wir mal eben. Kippen hier Neues rein. Wir wollen ja noch ein bisschen mehr trinken. Können wir mal eben gucken, wie es hier um uns steht. Ah, geht wohl, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Parasiten ganz dringend loswerden. Das ist wichtig. Trinken. Und das Ding ist schon wieder leer. Ich glaube, durstig sind wir jetzt aber gar nicht mehr, ne? Ah, ein bisschen noch. Nehmen wir mal das hier. Packen nochmal das. Das jetzt so gesteckt. So, packen das hier nochmal rein. Holen nochmal eben schnell frisches Wasser. Und ja, das klappt jetzt alles schon ein bisschen besser, Leute. Also vielen, vielen Dank. Ihr habt auch schon wieder echt zahlreiche Tipps geschrieben, die ich heute noch versuche zu berücksichtigen. Die ganzen Pilze liegen jetzt auf unserem Feuer. Ich hoffe, die verschwinden. Jetzt kann ich hier. Was denn? Jetzt geht's. Okay, irgendwie ging es gerade nicht. Ja, diese Pilze, ich weiß jetzt nicht. Zerstören geht aber auch bei mir nicht. Ich kann die nicht kaputt machen, oder? Ne, irgendwie nicht. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Das trinken wir nochmal. Dann nehmen wir die Kokosnussschale wieder auf. Warum nicht? Ich werde auch gucken, dass ich mehr hier mit diesen ganzen Kräutern und so mal ausprobiere. Weil wenn wir mal gebissen werden von einer Schlange oder so, will ich natürlich auch wissen, wie man das behandeln kann. Nicht, dass wir dann sterben. Das wäre echt doof. Wenn jetzt auf jeden Fall erstmal losgehen. Und ihr habt auch noch geschrieben, ganz viele von euch haben natürlich geschrieben, in der letzten Folge wurden wir ja von der Raubkatze angefallen. Da habe ich gesagt, das ist ein Leopard, aber das war natürlich ein Jaguar. Ich hatte irgendwie bei Jaguar einen schwarzen, eine schwarze Raubkatze im Kopf, muss ich sagen. Deshalb bin ich irgendwie auf Leopard gekommen, weil Leopard lebt natürlich nicht in so einem Amazonas-Dschungel. Also deswegen macht es natürlich gar keinen Sinn. Ihr hattet auch noch reingeschrieben, dass man irgendwie Rüstung herstellen kann aus Palmblättern und Seile. Ja, das ist jetzt ein Bananenblatt. Da müssen wir uns mal Palmblätter suchen. Unbekannter Pilz. Oh, das könnten sogar die Pilze sein, die ich brauche gegen die Parasiten. Probieren wir mal aus. Wo ist denn der? Wird hier sein, ne? Oh ja, jetzt 14. Wird das dadurch echt besser? Ja, tatsächlich. Okay, das sind die Pilze, die wir suchen müssen, Leute. Wenn das hier das Parasitensymbol ist. Ich glaube schon. Hier steht ja auch minus 1 Parasit. Perfekt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter suchen. Und dann wird das Ganze hier echt bergauf gehen. Oh, ich freue mich gerade. Das ist richtig cool. Ist echt sehr hilfreich mit euren Tipps. Dann werden wir auch nicht mehr so schnell Hunger und Durst bekommen. Dann können wir auch mal ein bisschen was schaffen und ein bisschen die Story aufheben. Kann man das damit gar nicht craften? Können wir auch mal ein bisschen mit der Story vorankommen, wollte ich sagen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Dachte man. Warte mal, wie stellt man denn her hier nochmal? Herstellen. Dass da draufziehen doch geht. Palmblätter und Seile habt ihr geschrieben. Das funktioniert aber nicht, Leute. Habt ihr mir irgendwie eine Falschinformation gegeben oder sowas? Also mit Palmblättern geht's nicht. Kann ich vielleicht Bananenblätter noch irgendwie zerkleinern oder so? Das könnte natürlich auch sein. Wenn wir nochmal eben hier aus, hier liegen ja ganz viele Bananenblätter. Also hiermit kann man auf jeden Fall was herstellen. Die Frage ist nur, das funktioniert schon mal nicht. Doch, das funktioniert. Ah, der hat immer zwei Seile reingemacht. Okay, mit den Dingern geht das. Sehr schön. Kein Platz in meinem Rucksack. Ja, ich will es auch anziehen. So, jetzt bin ich hier im Untersuchen. Und jetzt können wir mal gucken, wie die Rüstung hier anlegen können. Können wir tatsächlich. Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal eine Blätterrüstung gemacht. Das werden wir jetzt noch öfter machen, denke ich mal. Wir haben ja noch ein paar. So, da haben wir jetzt die vierte hergestellt. Die ziehen wir jetzt auch nochmal an. Und dann sind wir komplett geschützt. Wenn wir jetzt hier einmal raufziehen. So, jetzt haben wir überall
Blätterrüstung, das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Das sieht man auch an dem Schildchen hier oben ganz gut. Also sehr nice. Und jetzt würde ich sagen, probiere ich mal. Also ich gehe nochmal eben kurz speichern und werde jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, hier unterwegs zu gehen und noch ein bisschen was zu ergattern an Beute. Zumindest so ein paar Pilze und sowas, dass wir noch mehr Parasiten loswerden. Das wäre echt cool. Vorne wollte ich nochmal so eine Falle bauen. Die werde ich jetzt aber abreißen, denke ich. Brauchen wir nicht. Passt schon. Ich glaube nicht, dass wir hier hinten in Gefahr sind. Scheint ein ziemlich sicherer Ort zu sein. Wir müssen halt auch bald zusehen, wenn wir das hier alles in den Griff gekriegt haben mit den Parasiten, dass wir in der Story weiter vorankommen. Das wäre echt wichtig. Ich glaube, ich werde mal versuchen. Wir hier vorne, hier sind auch nochmal Pilze. Die waren aber lecker, die Pilze, ne? Die konnte man doch essen, oder? Jo, die gehen mega klar, die Pilze. Sehr gut. Was haben wir hier? Eine unbekannte Frucht. Essen wir auch. Früchte sind immer gut. Hier ist noch eine Frucht. Alles mitnehmen und essen. Aber wir haben schon wieder... Ah, wir haben Minusparasiten durch die Früchte bekommen. Habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt nur noch 5 bei Parasiten. Sehr gut. Also die Früchte da waren auch gut. Was war das? Spinnen? Schlange? Da war doch gerade ein Schlangengeräusch, oder? Meine schon. Klar, wir gehen weiter. Also wir kommen gerade gut voran mit den Parasiten. Das ist super. Papagei nehmen wir auch aus. Finden hier gerade ganz viel Beute. Auch Federn. Auch Federn. Vielleicht können wir echt mal einen Bogen machen. Nachher, wenn wir jetzt wieder zu Hause sind. Essen wir auch hier direkt. Die kann man auch essen, das weiß ich ja. Also so gut war unser Haushalt hier, glaube ich, noch nie. Fehlt nur noch eine Fleischbeute eigentlich. Ich würde gerne mal hier in die Höhle gehen. Oh, guck mal da. Was ist denn? Ein Skorpion, ne? Eieiei. Gut, dass ich den gesehen habe. So klein wieder, als hätte man den auch übersehen können. Was ist das? Oh Gott, diese Geräusche. Obsidian? Okay. Was können wir denn damit machen? Den nehmen wir auch mal auf, den Skorpion. Den können wir bestimmt grillen. Nehmen wieder hier unseren richtigen Speer. Echt Angst, dass hier noch mehr Krabbelviecher sind. Die mich pieksen wollen. War alles noch gut aus. Ist voll groß, die Höhle. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht. Da könnte man halt auch eine Base drin bauen, ne? Da bin ich sogar echt cooler. Hier kannst du viel mehr unterbringen, so. Du bist ein bisschen zentraler. Wir sind jetzt schon sehr weit weg. Ich bin auch schon wieder recht müde. Ein paar Seile nehmen wir nochmal eben mit. Vorne ist nochmal eine Klapperschlange. So eine Echse, aber wer... Töten mal die Klapperschlange, denn da vorne sind auch noch Pilze. Und dann haben wir gleich, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, nicht nehmen. Ich wollte die eigentlich essen. Sammeln. Oh, ich bin mega müde, Leute. Wir müssen nach Hause. Wir müssen dringend nach Hause. Ganz, ganz dringend. So. Ich muss nochmal eben schnell den Pilz essen hier, den wir hatten. Oder hier schlecht wird. Den esse ich auch nochmal. Dann müssen wir schnell nach Hause, bevor wir umkippen. Aber wir sind unsere Parasiten los, Leute. Das ist super. Oh, ich bin fast zu Hause. Und jetzt guck mal unten auf die Energieleiste. Also wir sind wirklich mega erschöpft. Ich kann jetzt hier nochmal schnell einen Schluck trinken. Und dann legen wir uns kurz schlafen. So, der nächste Morgen. Und ich bin hier gerade schon mal am Frühstück machen.
Wir probieren jetzt mal den Skorpion hier zu essen. Ich hoffe, das macht keine Negativwerte. Oh, geistige Gesundheit minus 5. Okay. Ich sollte vielleicht echt keine giftigen Tiere essen. Die sind nicht so nice. Hab jetzt hier nochmal einen Fisch gefangen. Und das muss erstmal reichen. Dann gehen wir gleich los. Sieht hier alles nicht so gut aus. Also es wird Zeit, dass wir mal wieder irgendwie was Größeres erlegen oder so. Immerhin haben wir ja schon mal nicht mehr diese nervigen Parasiten. Weil, ja, mit denen war es ja immer sehr, sehr anstrengend. Also ich werde jetzt gleich hier eben in Ruhe essen. Und dann gehen wir gemeinsam auf die Jagd. So, hier vorne sind nochmal Bananen. Das ist sehr gut. Kraucht auch wieder irgendwas rum. Wahrscheinlich das Gürteltier. Ich hoffe nicht, dass der Jaguar noch hier ist. Jo, das Gürteltier ist hier. Das ist perfekt. Hat sich eingerollt. Können wir gleich mal einsammeln. Dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Fleisch. Sehr schön. Haben wir schon mal ein Gürteltier erlegt. Essen mal eben eine Banane. Oder zwei. Kann ja nicht schaden. Guck mal, wie gut es uns geht. So gut ging es so lange nicht mehr. Hier war ja letztes Mal der Jaguar. Hoffen wir mal, dass er sich hier nicht mehr in diesem Bereich rumtreibt. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal einige Sachen essen, wo ich weiß, dass sie gut schmecken und gut tun. Essen, essen. Also uns geht es wirklich sehr, sehr gut gerade, muss ich sagen. Richtig nice. Müssen wir jetzt hier bloß nicht... Oh, da sind Ameisen. Nicht so gut. Müssen wir uns von fern halten. Ihr habt auch geschrieben, man kann Kokosnüsse aus den Bäumen mit Steinen werfen. Finde ich auch interessant, ne? Falls ich mal sowas sehe, werde ich das ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich werde es ausprobieren. Falls ich Kokosnüsse sehe. Guck mal, hier vorne liegt auch schon wieder ein Vogel. Ich weiß gar nicht, warum diese Vögel alle immer auf dem Boden liegen und schon, ja, tot sind. Bin schon mittlerweile bei Tag 12 und sowas, weil ich immer viel geschlafen habe, einfach die ganzen Nächte durch und so. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, weil unsere Freundin Mia ist ja immer noch vermisst. Ist halt nicht so nice. Wir werfen ja auch mal ein paar Federn weg. Kann ich auch einen ganzen Stack wegwerfen? Stapel zerstören. Kann ich denn den ganzen Stack hier nehmen? Ah, mit Alt, okay. Sehr gut. Ja, ich habe ja auch noch voll viele Steine, die brauche ich eigentlich nicht. Und wir werfen hier auch mal weg. Jetzt geht's echt gut. Hier ist noch eine Schlange. Aber ich würde halt gern so ein Wildschwein oder sowas mal erlegen. Und ist noch eine Nuss. Guck mal, wie gut es uns geht. Überall Sachen. Oh ne, nehmen wollte ich die nicht. Ich wollte die natürlich verspeisen. Essen. Komm, wir essen jetzt mal uns ordentlich voll hier. Ach, hier haben wir Beeren. Unbekannte Kräuter. Soll ich die mal essen? Komm. Geistige Gesundheit minus 10. 4 Lebensmittelvergiftung. Okay, das war eine schlechte Sache, Leute. Eieiei. Wir haben uns gerade schön vergiftet. Sollte ich vielleicht nicht einfach irgendwelche Kräuter und Beeren und sowas essen. So ein Schweinchen würde ich jetzt gerne noch erlegen. Wie dann? Ich schleiche mich ran und versuche den Kopf zu treffen. Wir haben es getroffen. Sehr schön. Haben es auch erlegt. Und dann würde ich sagen, sammeln wir das mal. Ein Pikari. Dann waren wir schon recht erfolgreich. Kein Platz mehr im Rucksack. Ja, wir haben mega viel Fleisch, Leute. Also das war wirklich eine erfolgreiche Jagd hier. Dieses Ding schmeißen wir mal weg. Sortieren wir mal kurz hier ein bisschen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, aber eigentlich sollte da nichts passieren. Okay. Wir könnten jetzt entweder zurückgehen oder wir gehen mal weiter zu dem Camp. Weil das habe ich hier mit dem Speicherstand ja noch gar nicht freigeschaltet. Wir waren ja gestorben beim letzten Mal. Wir wollen ja mal ein bisschen in der Story vorankommen. Vielleicht können wir auch mal eine Nacht hier verbringen. Damit wir einfach ja, vorankommen, wie gesagt. Oh, denen will ich nicht zu nahe kommen. Den giftigen Kröten hier. Vielleicht helfen die auch gegen Lebensmittelvergiftung. Das wäre cool. Schon wieder ganz viele Schritte. Aber glaube ich die Frösche.
Wieso habe ich mich jetzt übergeben? Wegen Lebensmittelvergiftung, oder? Und wie werde ich die denn los? Das ist jetzt uncool. Über irgendwelches Fauchen und sonst was für Sachen. So, wir öffnen mal den Rucksack hier. Oh, it's a map. Da haben wir eine Karte schon mal, das ist gut. At least what's left of it. Und dann diese verbrannten Seiten, die haben wir ja schon mal gesehen in Folge 1. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das von Mia oder so ist, weil hier geht es ja wirklich um diesen Zeremonien und sowas vom Stamm. Ich könnte es mir echt vorstellen, dass das von ihr kommt. Ist hier denn sowas wie ein Dach, wo wir mal eben ein Feuerchen machen könnten? Können wir auf jeden Fall ein Nickerchen machen, das ist ja schon mal ganz cool. Könnten halt hier sonst wirklich eben ein Dach aufstellen. Und dann können wir uns mal hier noch eine Feuerstelle machen. Dann haben wir zumindest so einen zweiten Anlaufort, wo wir, oh, jetzt geht es ja auch gleich weiter. Das ist das Dorf. Da können wir dann gleich mal lesen. Aber erstmal bauen wir jetzt hier was. Also wir sind schon recht müde. In Rahmen. Machen wir mal einfach hier hin. Hier hatten wir schon Holzscheite. Dann legen wir mal los. Okay, ich habe jetzt mal eben hier geschlafen, aber wir sind jetzt echt bei sehr niedriger Gesundheit. Wir brauchen was zu essen. Eieiei. Okay, wir müssen dringend ein Feuer machen. Leute, regnet das noch? Es regnet noch. Zählt das hier als Dach eigentlich? Ich hätte einfach hier ein Lagerfeuer unterbauen können, oder? Oh mein Gott. Kleines Feuer. Machen wir einfach. Ich habe natürlich keine Steine. Okay, das Feuer ist fertig soweit. Wir sind echt bei mega niedriger Gesundheit. Wir müssen aber noch ein bisschen schlafen, weil wir sind zu müde, um das Feuer anzukriegen. Ich hoffe, das passt. So sollte reichen. Es wird richtig knapp. Wir sind am echt nur noch richtig wenig Leben. Wir müssen jetzt hier versuchen, das Feuer anzumachen. Ich hoffe, das ist nicht zu regnerisch. Gott. Haben wir noch Zunder? Ja, sehr gut. Wir haben noch ein trockenes Blatt. Die Karte gucken wir gleich, die wir neu haben. Wir können das schaffen, Leute. Das Feuer ist an. Das ist schon mal die halbe Miete. Haben wir das Fleisch drauf. Trinken müssten wir auch noch hier irgendwo. Haben wir vorhin irgendwo, genau. Hier habe ich nämlich die Schale hingestellt. Ich habe nur noch eine Kokosnussschale dabei. Die anderen habe ich leider im Lager gelassen. Ist aber auch nicht so schlimm. Während das Fleisch hier kocht, schauen wir mal kurz auf die Map. Lambda 2. Doesn't ring a bell. Okay, ich weiß jetzt nicht. Was hatte er gesagt? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Wir haben schon wieder Blutegel. Meine Güte. Nee, los. Wir gehen nicht ab. Jetzt ab oder nicht? Doch. Wir haben die Rüstung noch an. Ich habe die nur gerade ausgeblendet. Da liegen die Blutegel. Ich hoffe, die fangen wir uns nicht gleich wieder ein. So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Uns geht es schon besser. Wie sind denn unsere Werte hier? Weil wir ein bisschen Durst. Gesättigt sind wir noch. Wir holen uns trotzdem mal eben ein. Wie, das ist schon alles verdorben. Oh mein Gott, jetzt war mein ganzer Jagdausflug hier umsonst, oder was? Eieiei. Okay, gut. Gott sei Dank sind wir nicht ganz so krass hungrig. Nur noch Maden. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich würde sagen, wir kochen uns nochmal ganz kurz ein bisschen Wasser ab. Müssen uns nochmal eben da vorne Wasser holen. Und dann gehen wir los. Hier, die Pilze können wir auch gleich noch essen. Die sind immer super. Kann man sich auf jeden Fall gut gönnen. Einmal reinschmeißen hier ins Wasser. Essen wir mal eben die Pilze. Essen. Auf die Schnecke habe ich jetzt gerade keine Lust. Die dauert zu lange und die bringt fast gar nichts. Oh mein Gott, was ist das denn? Hier hängen Viecher fest. Ist ja perfekt. Oh nein, jetzt habe ich schmutziges Wasser getrunken. Gott sei Dank sind hier die Pilze. Meine Güte. War keine Absicht. Ich wollte das eigentlich häuten, das Tier. Der andere hängt ja auch fest. Den würde ich am liebsten befreien. Der tut mir ein bisschen leid. Den kann ich jetzt auch nicht ändern, Leute. Wieso liegt der jetzt hier so, dass ich da nicht rankomme? Ah, jetzt. Da kam ich gerade kurz an den Rand. Sammel. Wasserschwein. Guck mal, jetzt haben wir sogar ein Frühstück nebenbei. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Dach fertig bauen. Das Gute an dem Dach ist ja,
Okay, wir konnten einige Teile nicht aufnehmen. Das Fleisch konnten wir aber aufnehmen, das Wichtigste. Das Gute an dem Dach jetzt, ja, wir können ja auch hier speichern. Auch wenn wir jetzt hier schon eigentlich ein Dach haben. Trinken. So, dann hauen wir uns hier nochmal was auf den Grill. Und füllen nochmal hier schmutziges Wasser rein. Sehr schön. Hier brauchen wir noch einen großen Stock. Den besorgen wir uns mal eben aus dieser Richtung hier. So, und das müsste schon die letzte Fuhre sein, oder? Ja, kommt genau hin. Perfekt. Damit haben wir unser Dach fertig. Sehr schön. Hier können wir das Spiel speichern. Machen wir mal eben. Jetzt haben wir sozusagen unseren zweiten Unterschlupf. Unser Essen darf natürlich nicht verbrennen. Essen wir mal eben. So, das trinken wir. Dann hauen wir nochmal hier ein schönes Steak drauf. Und untersuchen wir uns nochmal. Wir haben schon wieder Blutegel am Start. Fängt man sich echt häufig ein. Sind sie denn? Da sind sie. Weg mit euch. Oh mein Gott, sind das viele. Ja, die müssen wir alle abmachen. So, wir sind soweit gesättigt und haben ein bisschen was getrunken. So, Werte sind eigentlich relativ gut, bis auf Kohlenhydrate. Aber wir gehen jetzt nochmal ein bisschen auf Erkundungstour. Es regnet momentan die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Können wir mal eben nochmal auf die Map schauen. Wo könnten wir denn sein? Wir sind wahrscheinlich hier, ne? Das hier ist der Fluss, der da vorne ist. Der hier ist. Und das Wasserschwein da immer noch fest. Das arme. Arme kleine Ding. Liegt hier neben den, oder hängt fest neben den Knochen von seinem Kumpel. Aber wir brauchen gerade kein Essen, also alles gut. Du darfst noch ein bisschen leben, Schweinchen. Aber hier ist, wie gesagt, der Fluss, der da wahrscheinlich auf der Map neben angezeigt ist. Der hier. Frage ist, wo müssen wir hin? Müssen wir hier hin? Wahrscheinlich schon, ne? Müssen wir wahrscheinlich zu A2. Das heißt, wir müssen von hier nach Osten laufen. Rein theoretisch. Könnten wir eigentlich jetzt schon fast tun. Wir haben ja hier einen Kompass. Wir müssen in diese Richtung laufen. Das können wir mal schon mal ein bisschen machen. Bin echt gespannt, wo wir da hinkommen. Das hier könnte man auch mal machen. Kleines Feuer. Hier könnten wir ein kleines Feuer untermachen. Dann würden wir hier das, ja, weiß ich auch nicht, was das uns bringen soll. Könnte man aber ausprobieren. So, ich will auch hier mal die Pflanze eben mitnehmen. Kein Platz mehr im Rucksack, okay. Nicht weiter schlimm. Boah, Kokosnüsse, das ist super. Das ist richtig, richtig gut. So, die trinken wir auf jeden Fall. Dann essen wir das Fleisch da draus. Das bringt uns auch ein bisschen Kohlenhydrate. Und wir nehmen natürlich die Schalen auch mit, ne? Haben wir hier Larve. Den brauchen wir mit. Ich weiß, die sollte ich nicht essen, so roh, aber vielleicht kann man die ja irgendwie zu einer Suppe oder so verarbeiten. Das wäre ja auch nicht schlecht. Bin ich noch Richtung Osten unterwegs? Also die Richtung stimmt ungefähr. Das ist ein richtiger Wasserfall, richtig krass. Oh mein Gott. Neuer Ort, Obsidian. Hier ist ein Totenschädel. Hey, das sind doch riesige Schädel, oder? Richtig krass. Auf jeden Fall in der Karte nur ein Ort angezeichnet. Hier in dieser Höhle sind wir. Also wir gehen in die richtige Richtung. Wir sind hier gewesen, sind jetzt hier. Aktuell. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Folge noch machen sollten. Wahrscheinlich eher nicht. Weil wir sind relativ müde noch. Also ich denke mal, wir werden jetzt umdrehen. Und dann nächste Folge werden wir mal da zu der eingezeichneten Ort gehen. Wir haben ja auch wieder viel geschafft, ne? Wir haben jetzt ein zweites Lager sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so der sicherste Ort ist für ein Lager, aber naja, Hauptsache wir haben einen zweiten Ort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben zurück und dann legen wir uns schlafen und dann in der nächsten Folge gehen wir dann zu dem eingezeichneten Ort auf der Karte. Oh, du Armes. Soll ich es erlösen von seinem Leid? Ja, ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit, sich zu befreien. Eine Nacht hast du noch. Kleiner. Wir haben auch wieder richtig viel Leben. Ich bin echt glücklich. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt schlafen. Wir haben diese Folge relativ viel geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt für euch ist, wie viel ich rausgeschnitten habe. Aber ich war schon ziemlich lange unterwegs jetzt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Über Tipps freue ich mich natürlich auch in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.